Hey zusammen, hier ist wieder Selina und herzlich willkommen zurück beim Hashtag Azubi Takeover. Heute sitze ich hier mit meinem Arbeitskollegen Paul, der gerade seine Ausbildung zum Fachlageristen angefangen hat. Ich stelle ihm wie beim letzten Mal mit Laura ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt, falls ihr diese Ausbildung anfangen möchtet. Aber bevor wir damit anfangen, stell dich doch erstmal bitte vor. Ja, hallo, ich heiße Paul, bin 18 Jahre und wie Selina schon gesagt hat, habe ich in diesem August meine Ausbildung als Fachlagerist hier angefangen. Gut, dann fangen wir mal mit den Fragen an. Was für einen Schulabschluss brauche ich denn? Für diese Ausbildung braucht man den Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife. Woran muss man Interesse haben? Ja, du musst vor allem Interesse an logistischen Prozessen haben. Okay, und was sollte ich für diesen Beruf mitbringen? Du brauchst eine Lern- und Leistungsbereitschaft, gutes Zahlenverständnis, hohes Maß an Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Ausdauer und vor allem Teamfähigkeit. Okay, ich weiß jetzt auf jeden Fall, welche Fragen ich mir stellen kann, wenn ich diese Ausbildung anfangen möchte. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mit mir dieses Video gemacht hast. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst doch gerne mal ein Like da und schaut auch gerne mal meine anderen Videos zu den verschiedensten Ausbildungsberufen an, die Brumberg euch bietet. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!